Alas, ein Ort, der eigentlich für hunderte andere Orte stehen könnte in Österreich, mit ähnlichem Schicksal, eine ländliche Region, eine kleine Gemeinde, rund 1600 Einwohner. Und man hat hier ähnliche Probleme wie in anderen Regionen. Es ist teilweise wenig los, könnte man sagen. Die Leute wandern ein bisschen weg, es gibt viel Pendlerverkehr und der Lars sagt, na, da machen wir was dagegen. Und was es da so gegeben hat an Gemeinschaftsprojekten, das wollen wir jetzt besprechen mit Walter Bilgeri, Unternehmer aus der Lars. Walter, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Lukas. Hier im Ort ist man, oder wie soll ich sagen, hier haben die Einheimischen versucht, das Dorfgasthaus zu retten. Eine aktuelle Aktion, ein aktuelles Projekt, vielleicht kannst du uns ein bisschen näher darüber Auskunft geben. Ja, das Dorfgasthaus war bis 2010 ein erfolgreich geführtes Unternehmen. 2015 ist dann eben leider der vorige Besitzer verunglückt und seit 2 Jahren steht eben das Dorfgasthaus leer. Das Dorfgasthaus war im Prinzip ein wichtiger Treffpunkt für Vereine, für Gäste, für Einheimische, wo man sich am Stammtisch getroffen hat und geplaudert hat über das Dorfgeschehen, was so passiert. Mhm. Und deshalb war es uns, wie gesagt, das ist jetzt im Prinzip das dritte Bürgerbeteiligungsprojekt der Gemeinde der Lars, sehr wichtig, jetzt noch vor der Wintersaison das Gasthaus zu wiederaktivieren. Ja, ihr habt ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Vielleicht kannst du das erklären, wie das funktioniert, wie man sich da beteiligen kann und welche Rolle diese überdimensionalen Stühle, die wir jetzt auch sehen, da gespielt haben. Wie gesagt, es ist das dritte Bürgerbeteiligungsprojekt, was die Gemeinde der Lars erfolgreich gestemmt hat. Neben Sonja und Helmut. Wer sind Sonja und Helmut? Sonja und Helmut ist die Photovoltaikanlage, was 2014 entstanden ist. Ja. Und Helmut im Prinzip sind die neuen LED-Leuchten, die Straßenbeleuchtungen, wo ebenfalls in Form eines Bürgerbeteiligungsprojektes realisiert wurden. Ja. Hier beim Gasthof selbes Spiel, sprich wir haben einen großartigen 1,2 Tonnen Stuhl an der Straße aufgestellt und haben praktisch der Bevölkerung kommuniziert. Ihr könnt einen Stuhl obligatorisch für 1000 Euro erwerben und bekommst dann die nächsten 10 Jahre Konsumationsgutschein im Wert von 125 Euro jährlich zurück. Okay, das heißt, entspricht man kommt ein paar Prozent? Einer, ja, 5% circa ist das. Ja. Und die Konsumationsgutscheine kann, wie gesagt, der Einheimische dann entsprechend im Gasthaus einlösen. So ein gemeinsames Ziel schweißt natürlich die Dorfbevölkerung zusammen. Wie kann man schon sagen, ob es erfolgreich war? Wie gesagt, wir haben innerhalb 3 Tagen 150 Stühle verkaufen können. Haben dann überlegt, ob wir nochmal aufstocken sollen, weil das Interesse so groß war. Haben dann nochmal 50 Stühle nachgelegt und innerhalb 10 Tagen waren, wie gesagt, die 200 Stühle verkauft. Entspricht einer Eigenkapitalausstattung der neuen GmbH von ca. 200.000 Euro, was da reingekommen ist. Und somit ist das Projekt erfolgreich absolviert. Wie gesagt, die Eröffnung findet kommenden Samstag am 16. Dezember statt. Also ganz aktuell, dann gratulieren wir mal. Walter, vielen Dank für den Besuch.